Was geht, liebe Freunde? Ich freue mich, dass ihr auch montags mal wieder einschaltet bei 1 gegen 1. Heute stehen diese zwei Spieler im Ring. Wie immer, alles gleich nach dem Intro. Higuain gegen Immobile, zwei außergewöhnliche Stürmer der Serie A. Doch ihr wisst, es kann nur einen Sieger am Ende der Sendung geben und deswegen schauen wir uns mal die zwei genauer an. Zuvor aber kurz noch, lasst doch bitte ein Abo da. Ich würde mich darüber sehr freuen und ihr würdet mich dabei sehr unterstützen. Jetzt aber auf zu unserem ersten Spieler. Anfangen tun wir mit dem Argentinier Gonzalo Higuain. Der 30-jährige Angreifer gehört zu den Topstürmern dieser Welt. Sein Durchbruch gelang ihm in Real Madrid. Dort machte er in der Saison 2008-2009 auf sich aufmerksam, indem er 22 Ligatore für die Königlichen schoss. Und dies war keine Glückssträhne, denn sofort in der nächsten Saison knüpfte der Knipser an seine Leistung an und schoss diesmal 27 Ligatore und belegte hinter Lionel Messi den zweiten Platz der Torschützenliste. Daraufhin verlängerten die Madrilenen verständlicherweise seinen Vertrag bis 2016. Das Schlimme aber, in der Saison 2010-2011 wurde bei ihm ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert, die eine Operation forderte und gleichzeitig eine viermonatige Zwangspause. Und ein Jahr später war der Argentinier unter José Mourinho nur Ersatzmann hinter dem Franzosen Karim Benzema. Trotz starker Leistungen, die Higuain immer wieder bewies, wurde es nichts mehr mit dem Stammplatz, wo er daraufhin 2013 seinen Abschied von Real Madrid ankündigte. Und es ging Richtung SSC Neapel, wo genau er da weitermachte, wo er aufgehört hat, und zwar beim Toreschießen, sodass nur nach zwei Spielzeiten die alte Dame vor der Tür stand und Neapel 90 Millionen für ihn anbot. Die sackten die Kohle natürlich ein und der Transfer ging in die Geschichte als der teuerste Einkauf innerhalb der Serie A. Gonzalo Higuain hat momentan einen Vertrag bis 2021 und kommt auf 70 Millionen Euro Marktwert. Der 1,84 Meter große Stürmer ist zwar nicht mehr der, der er früher war, aber in dieser Saison kommt der 30-Jährige auf 20 Tore und 3 Assists und das in 35 Spielen. Damit trifft er alle 138 Minuten. Keine schlechte Leistung. Kommen wir zu den Stärken des Argentiniers. Mit viel Masse und der Größe gelingt es ihm gut, den Ball lange zu halten, damit seine Mitspieler nachrücken oder die Geschwindigkeit aus dem Spiel genommen wird. Dazu kommt, dass er auch gute Pässe spielen kann und oft die Schnittstellen in der Abwehr findet. Der beste Dribbler ist er nicht mehr, aber trotzdem ist es ihm im Lauf schwer, den Ball wegzunehmen. Natürlich glänzt Higuain im Abschluss. Sein starker Schuss und sehr viel Präzision machen ihn zu einem gefährlichen Stürmer. Viele Schwächen besitzt er nicht, aber mit seinem Alter ist er einfach nicht mehr der Schnellste. Aber da drücken wir gerne ein Auge zu. Zu seinem Spielstil kann man Folgendes sagen: Der Argentinier sucht die Lücken in der Abwehr und gleichzeitig den Pass von seinen Mitspielern, um selber abzuschließen. Er mag es, lange Bälle zu bekommen, da er auch stark in der Luft ist. Des Weiteren nimmt er sich auch gerne den Ball selber und marschiert dann Richtung Tor. Wir marschieren jetzt aber Richtung Immobile. Der 28-Jährige ist in seiner Karriere gut rumgekommen. In der Saison 2009-2010 startete er seine Herrenkarriere bei Juventus Turin. Dort bestritt er gerade mal 3 Spiele und wurde in der nächsten Saison an AC Siena in die Serie B verliehen. Und in der Rückrunde ging es für ihn gerade mal nach 4 Spielen für den Verein schon weiter. Und zwar nach OS Grosseto, wo er in 16 Spielen gerade mal auf einen Treffer kommt. Dreimal dürft ihr jetzt raten, was jetzt kommt. Genau, weiter zur nächsten Mannschaft. Bei Delfino Pescara aber wurde er mit 28 Toren Torschützenkönig, bildete mit keinem geringeren als Lorenzo Insigne das gefährlichste Sturmduo der Liga und stieg unter dem Trainer Seemann als Tabellenerster in die Serie A auf. Und klar, auch hier blieb Tiro nicht und wechselte zur neuen Saison nach Genua, wo er in 33 Spielen gerade mal auf 5 Tore kam. Was machst du, wenn es bei einem Verein nicht läuft? Genau, du verpisst dich wieder. Und diesmal zum FC Turin, wo es wieder bergauf ging mit unserem treuen Italiener. Da es in Turin wieder lief und er 22 Ligatore erzielte, hat er das Interesse von Borussia Dortmund geweckt. Und den Rest der Geschichte kennt ihr selber. Als Flop-Transfer ging es direkt nach Spanien zum FC Sevilla und dort lief es immer noch nicht. Worauf er wieder an FC Turin verliehen wurde, in Italien fühlte er sich eher wohl und konnte wieder überzeugen, worauf er letztendlich bei Lazio Rom landete. Seit 2016 erzielte Immobile bei den Römern 43 Tore in 54 Ligaspielen. Okay Leute, das waren jetzt seit 2010 genau 9 Mannschaften. Fraglich deswegen, wie lange er wohl bei Lazio Rom bleiben wird. Aber zurück zu den Fakten.
In dieser Saison kommt er 1,85 Meter Mann auf stolze 28 Tore und 10 Vorlagen in 30 Einsätzen. Seine Durchschnittstrefferzeit liegt hier bei unglaublichen 83 Minuten. Zum Vergleich trifft Messi in dieser Saison nur alle 115 Minuten. Zeit für die Stärken des Mittelstürmers. Ciro Immobile ist in dieser Saison einfach eiskalt und dies verdankt er seinen guten Abschluss. Mit ein paar wenigen Chancen schafft er es trotzdem immer wieder, das Tor zu treffen. Dazu kommt noch passend zu seiner Körpergröße seine Kopfballstärke. Und auch Immobile versteht es, den Ball sauber zu seinen Mitspielern zu bekommen, um so gute Chancen zu kreieren. Schwächeln tut der Italiener aber im Abwehrverhalten. Mag zwar nicht die primäre Aufgabe eines Stürmers sein, aber so muss eben ein Stürmer in dieser Zeit sein. Außerdem ist sich Immobile nicht immer bewusst, ob er momentan im Abseits steht oder nicht. Aber viel mehr gibt es nicht zu bemängeln. Deswegen springen wir gleich zur Übersicht. Gonzalo Higuain ist 30 Jahre alt, 1,84 Meter groß und bei Juventus bis 2021 unter Vertrag. Sein Marktwert beträgt momentan laut transfermarkt.de 70 Millionen Euro. Unser vereinstreuer Italiener Ciro Immobile ist 28, 1,85 Meter groß und bei Lazio Rom bis 2022 gebunden. Sein Marktwert liegt momentan laut Transfermarkt bei 35 Millionen Euro. In der aktuellen Saison kommt Higuain auf 20 Tore, 3 Assists in 35 Spielen. Er trifft durchschnittlich alle 138 Minuten. Ciro schafft es auf 28 Tore und 10 Vorlagen in 30 Einsätzen. Er trifft durchschnittlich alle 83 Minuten. Zu den Stärken des argentinischen Angreifers gehören das Ballhalten, seine Pässe in die Schnittstellen, sein Dribbling und sein Abschluss. Viele Schwächen hat er nicht. Von daher überspringen wir diesen Punkt. Immobile kann mit guten Pässen, einem guten Abschluss und guten Kopfbällen glänzen. Bei ihm mangelt es aber am Abwehrverhalten und sein Abseitsstellungsspiel kann auch besser sein. Gonzalo Higuain ist ein klassischer Stürmer, der außerdem mit guten Dribblings und tollen Pässen im Spiel überzeugt. Seine langen Bälle sind ebenfalls nicht schlecht. Zum Spielstil von Immobile gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Ein dribbelstarker Stürmer, der seine Chancen eiskalt nutzt. Dies wären dann die heutigen zwei Spieler, Gonzalo Higuain und Ciro Immobile, zwei Klassenstürmer der Serie A. Und nun seid ihr dran. Wer ist euer Gewinner in dieser Folge? Lasst euren Tipp in die Kommentare, Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat und einen Abo dalassen, um mich zu unterstützen. Damit sage ich Ciao und wir hören uns beim nächsten Mal.